Hallo liebe Freunde auf MyQTube. Hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Ise im Landkreis Gifhorn. Damit die Kühe so viel Milch wie möglich geben können, müssen sie ordentlich fressen. Eine Kuh frisst bis zu 25 Kilogramm Trockenmasse am Tag. Dazu muss man super Grundfutter haben, aber eine ganz wesentliche Voraussetzung ist auch die Stallhygiene. Wenn wir essen, wir wollen ja auch gut und bekömmlich essen, dann essen wir von einem sauberen Teller. Und unseren Kühen geht es so ähnlich. Denn die Vorbereitung vor dem Füttern ist auch wichtig. Einmal am Tag reinigen wir unseren Futtertisch, so heißt der Teller der Kühe, nämlich ganz gründlich. Erstmal werden Futterreste, die so im Laufe des Tages noch übrig geblieben sind, weggeschoben. Und dann kommt unser Bobman. Zum Tragen, dann bauen wir einen Radialbesen an dieses Fahrzeug. Und dann kommt unsere Auszubildende Kati und wird mit diesem Besen ganz gründlich den Futtertisch sauber fegen, sodass die Kühe nach dem Melken an ihre leckere Mahlzeit gehen können und es sich gut schmecken lassen können.